Morgen. 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 Morgen einfach. Wenn man sich mit der richtigen Anlagestrategie Wünsche erfüllen kann. Und da ist er jetzt, unser nächster Neuzugang, Sebastian Brune. Herzlich willkommen in Offenbach. Danke. Ja, so ein bisschen Offenbacher Luft hast du ja schon geschnuppert, standst ja schon im Tor, hast ja schon die ein oder andere Parade gemacht. Wie ist es denn so hier in Offenbach am Main? Ja, immer schwierig zu spielen auf jeden Fall. Und ja, die Stadt ist halt super, klasse Gegend. Freue mich. Bist ja Westfale, glaube ich, ne? Ja. Kommst du aus den großen Clubs, Dortmund, habe ich gesehen, ja, Bochum. Da ist ja auch was los, aber Offenbach schon was Besonderes. Ja, klar, natürlich. Also, was soll ich dir sagen? Weiß ja selber, hier ist immer die Hölle los. Schon geil. Was hast du denn schon gehört oder gesehen so zum OFC, so an Besonderheiten, was den Verein ausmacht? An Besonderheiten? Ja. Ja, das Stadion spricht für sich, die Fans, die Trainingsbedingungen sind klasse, die Kabinen. Das macht ja schon viel her, sag ich mal. Bist ja schon ein bisschen rumgekommen, ein bisschen was habe ich schon gesagt, aus dem Ruhrpott, glaube ich. Ne? Ja. Bist du da auch geboren oder bist Dortmund, du da? Ja, Dortmund. Oh, Dortmunder. In Dortmunder, ja. Okay, naja, wir haben ja einige Verbindungen zu Dortmund. Also Sigi Held zum Beispiel ist Dortmund-Offenbach, also gab es zweimal hin und her. Und Aki Schmidt, sagt dir wahrscheinlich auch nichts, ehemaliger Fanbeauftragter, war unser Pokalsieger-Trainer. Als wir Pokalsieger waren, war ja auch mal eine schöne Geschichte, wieder Pokalsieg mit dem OFC zu erleben. Ja klar, würde ich nicht verneinen, würde ich gerne erreichen. Und wenn du Dortmunder bist, dann weißt du vielleicht auch, dass wir eine ganz besondere Pokalgeschichte mit Borussia Dortmund haben. Bin ich überfragt. Nee? Nee. Also wir haben hier vor exakt 7 Jahren, 2010, hier auf diesem Tor, hat Sead Mehic, bei dem du eben gerade den Vertrag unterschrieben hast, den entscheidenden Elfmeter gegen Weidenfeller hier versenkt. Ich habe das Spiel hier oben kommentieren dürfen mit meinem Kollegen Lutz Kammermeier. War eine Riesengeschichte. Wir Drittligist, Dortmund, ja, Champions League, ne, dann Meister, aber wir haben gewonnen. Ja, Glückwunsch. Habe ich leider nicht verfolgt, bin ich auch ehrlich, aber klar, ist ein Riesenerfolg. Wenn wir so ein bisschen auf deinen Werdegang schauen, dann stellen wir fest, du bist schon bei vielen Vereinen gewesen. Ja. Wie ist das begründet? Ja gut, ich bin halt in Bochum ausgebildet worden, habe dann den Schritt zum Rivalen gemacht, habe mich leider dort in der Vorbereitung halt verletzt, bin dann ein halbes Jahr ausgefallen, bin dann nach einem halben Jahr auch gewechselt wieder nach Berlin, wo ich leider auch nicht fit wurde. Und ja, und von dort ging es dann halt nach RB. Ist wahrscheinlich auch nicht so der geliebteste Verein hier und in der Umgebung, aber ja, da war's, wurde ich dann auch wieder richtig fit und konnte auch nochmal eine gute Ausbildung genießen. Und ja, jetzt bin ich hier und wieder topfit. Aber da hast du ja im Grunde immer auch auf recht hohem Niveau mit deinen Spielkameraden, also mit den Mannschaftskameraden zu tun gehabt. Was denkst du jetzt, bist du in der 4. Liga hier beim OFC? Wie fühlt sich das an vom Niveau, von der Qualität? Die Qualität in der Mannschaft ist top. Also kann ich jetzt nicht sagen, dass da irgendwie irgendwas abfällt. Also die Bedingungen sind top, die Qualität ist top. Und der OFC gehört ja, wenn wir ehrlich sind, auch mit so einen Bedingungen solchen Fans auch nicht in die 4. Liga. Das ist ja alles andere als ein normaler Viertligist hier. Jetzt hieß es, wir brauchen einen 3. Torwart, das haben wir ja letztes Jahr auch schon gesehen, da gab es hier große Probleme, am Ende stand sogar ein Feldspieler dann im Tor, bis wir dann einen 3. Torwart verpflichtet haben, also insofern macht der Sinn. Andererseits könnte ich mir vorstellen, bist ja auch nicht gekommen, um 3. Torwart zu bleiben. Nee, auf gar keinen Fall, aber das ist ja auch der Anspruch jedes Leistungssportler, jedes Sportlers, jeder möchte spielen. Wann es dann soweit ist oder ob es dann so ist, das entscheiden ja immer noch auch andere, ich kann einfach nur Gas geben und dann auf meine Chance warten und ja. Das werde ich dann halt versuchen zu machen. Wie sieht das aus? Wirst du ja dann hier auch herziehen müssen oder hast du schon was gefunden? Ja, ich habe schon eine Wohnung. Also ich bin gestern eingezogen, ging alles sehr flott. Ich wohne jetzt in Froschheim. Froschhausen. Froschhausen, sorry. Quarktown City. Genau da und ja, bin eingezogen, Top-Wohnung, alles gut. Ging relativ schnell, also reibungslos und ja, bin komplett zufrieden. Muss ich mal ganz indiskret nachhaken, bist du alleine eingezogen oder ist da noch jemand mit eingezogen? Bin alleine hier. Ja. Okay, du verstehst die Frage hinter der Frage. Ja, natürlich, ja sicher. Ja, ich bin alleine hier. Ja, ja und vielleicht so abschließend noch, was ist so ja, dein Ziel hier? Jetzt hast du gesagt, na klar, man will natürlich als Torhüter auch die Chance bekommen und nutzen, aber jetzt auch für die Mannschaft, was hast du so für ein Gefühl, wie weit kann das gehen? Ja, ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass der OFC eigentlich mit den ganzen Bedingungen und mit den ganzen Drum und Rum hier nicht in die 4. Liga gehört, das wissen wir alle. Und wir müssen natürlich aber auch den Saisonstart abwarten und ich bin auch neu in der Mannschaft, ich muss dann erstmal ein Bild machen. Ich kann jetzt nicht einfach galopp sagen, ja, wir wollen aufsteigen,
Es wird sich alles jetzt nach der Vorbereitung entwickeln und dann werden wir weitersehen. Wir müssen halt die Saison abwarten. Aber natürlich wollen wir gerne alle hoch, das wissen wir auch. Würde ich sagen, alles Gute und herzlich willkommen nochmal. Dankeschön.